da steht da, da steht da. Was ist das für eine Alte? Hallo? Foto. Oh, schwer zu sagen gerade. Geh, geh, der hantet. Tschüss. Jetzt. Hier. Einer auf jeden Fall noch. So, seid ihr soweit? Ja. Ja. Wer möchte denn jetzt von euch beiden? Die Nico traut sich eigentlich schon gar nicht mehr. Sie hat Angst, dass es wieder nach hinten losgeht, vermutlich. Ich guck die richtige Person gerade an. Ich kann das nicht. Ich nee. Ja, okay, dann mache ich das. Alles gut. Dann 3, 2, 1. Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Ja, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall erfolgreich einen Oni identifiziert. Der liebe Werner ist schon wieder gestorben, weil er noch vorletzten Folge in dieser Aufnahmesession ist er schon noch in Hops gegangen. Und jetzt in der letzten Folge auch. Was machst du denn andauernd? Sterben. Sterben. Ja, nein, ihr sagt immer, ich soll die Opferrolle übernehmen. Ja, ja, in der letzten Folge hast du gesagt, ich bin diesmal nicht die Opferrolle. Hast du es auch noch aufbeschworen? Bevor das jetzt zur Diskussion ausartet, haben wir es jetzt auch so geplant. Filmmaterial. Richtig. Werner, jetzt bitte nicht mehr sterben. Genau. So. Und natürlich auch dabei der liebe Claridos alias Sumi und natürlich die Neko-chan. Nabin. Hallo. Hallo. Ja, also, Raymond. Das musst du dann ein bisschen rumbasteln, dass es dann so rüberkommt, dass sie sagt, du musst heute wieder die Opferrolle übernehmen. Lass mich kurz überlegen. Nein. Also doch, gut, okay. So. Oh, ich hab schon wieder Kamera. Komm mal rauf. Partypolizei! Nein. Oh, wenn, da liegen die sowieso hier hinten. Schnatterinchen, bist du da? Wir hatten das eben öff. Das sehe ich nicht. Was hat er? Strom ist an. Ja, und unten im Queller das Ouija-Board. Bist du hier? Schnatterinchen, bist du da? Nein, Raymond. Also ich würde irgendwie gerade auf Garage tippen. Ich würde ja tippen hier vorne. Wo bist du denn? Schlafzimmer hier vorne. Teilweise 2,4 Grad, jetzt hier 2,6. Können wir alles testen. Ich guck mal im Tier mit schwarzer Lichter. Ultraviolett mäßig sehe ich gerade nichts. Doch, ich sehe eine Neko im ultravioletten Licht jetzt. Also da sind schon mal keine Fingerabdrücke drin, bei dem auch nicht. Geisterbau. Okay, wo? Wo denn? Unten im Keller. Oh ja. Ja, Keller ist auch kühl. Ich wusste, ich habe kühl. Okay, da sollen wir Geisterbox auf jeden Fall schon mal. Oh, EMF habe ich auch gerade dabei. Aber da ist noch nichts. Das schreib ins Buch. Meint ihr, er ist direkt hier im Keller oder? Weiß nicht. Wenn er hier das Ouija-Board mal rausdrückt, können wir es herausfinden. Wo bist du? M-I? Miff? Mivi? Hä? Was war denn das für ein Wort? Was?
Geist, wo bist du? Goodbye. Schmalzlocke. So. Hey. Schmalzlocke, wo bist du? Where are you? Oh. Ich hab Bett weg. Wo bist du? L-I V Living Room. Living Room, das ist hier vorne. Hallo? Ja. Ja, ist angeblich im Living Room. Ja, hier. Wie alt bist du? Ja, der ist hier im Wohnzimmer. Boah, das hat mich jetzt auch so interessiert, wie alt der ist. Hast du gemordet? Oder hast du getötet? Wer ist dein nächstes Opfer? Bist du nah? Nein, 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 nein! Du Oller Penner, du! Scheiße. Ach, ist das ein Mist, ihr Lieben, ey. Das sind jetzt alle in... Auf jeden Fall eine Geisterbox, ja. Mal gucken, wie der Sanity aussieht. Was anderes können wir eh nicht machen. Do. Oh, oh! Ups. Na, wer ist jetzt nächstes tot? Okay, ich weiß es. Das war aber ein freundlicher Ausdruck. Was ist hier los? Freundlich lächeln. Ja, der Gott ist da. Und ich hab eine Kamera gehabt. Och, nö. War doch nur ein Event. Ja, echt, ey. Die ist doch offen. Und der stand doch nur so schön hier. Da hätten die jetzt wenigstens mal ein Foto machen können, ne? Ja, echt mal. Ja, nur Geisterbox, na super. Ja, Jungs. Da bin ich mal gespannt, was die da draus machen. Mhm. Das ist... Der hat, glaube ich, gesalzt, ne? War hier nicht Salz verteilt? Einmal ist er zugekommen. Dann ist er rausgerannt. Stimmt. Das sehe ich auch so toll, ey. Ach ja. Auf jeden Fall müssen sie die Dots noch setzen. Eine Kamera. Ja. Und das Buch. Ja, das müsste irgendwo bei mir liegen. Oh, jetzt hantet er. Nein. Das war so klar. Das war so klar. Tja, war den schön nicht so richtig. Hallo. Wartet mal, EMF5, EMF5, EMF5. Das war ein EMF5 gerade. Aber hat das nicht gepiept, weil er gehuntet hat? Ne, der hat danach nicht mehr gehuntet und es hat weiter gepiept. Also ich bleibe erst, ich sag's jetzt erstmal im Fragezeichen, aber ich würde sagen, es waren alle 5 Lichter. Okay.
So. Schreib ihm das. Wartet. Hat der ein Schwein gehabt? Hat der jetzt Schwein gehabt? Toll. Der ist gerade zur Haustür raus, da ist, also er ist noch durch die zugehende Tür gelaufen. Boah, nee, ey. Geisterbuch kann ich nicht sehen, ist zu dunkel. Nee, aber der Füller liegt noch da. Richtig, wenn der Füller nicht mehr drauf liegt, ist reingeschrieben worden. Da kann man sich das gut dran merken. Schreib in das Buch, Geist. Noch leer. Er müsste das EMF eventuell mal ein bisschen umlegen. Ja, ich würde es gerne. Ja, der hat jetzt natürlich wieder geblinkt während des Huntes. Aber ich meine, es war rotes Lämpchen zu sehen. Ich glaube, der hört nicht auf uns. Nee. Wo ich bei der vorletzten Folge da war ich auch und man hat auch gesagt, dass man ein Buch reinschreiben soll, einfach reingeschrieben. Das war dann vielleicht Zufall. Ja, ich war auch nicht wirklich dran. Also hier mit einem Gespenst. Tja, was treibt er hier? Reingehen wäre keine gute Idee. Es ist doch nur noch eine Sanity. Er kommt ja nicht mal mehr aus dem Hunting-Bereich. Schreib in das Buch. Jetzt sollen wir mal das Salz. Also wir können einen Geist schon ausschließen. Braucht das Salz? Ich will das Salz sehen. Ja, hier ist ein Fußabdruck drin, ne? Ist ein Fußabdruck? Ja, es ist schon mal kein Gespenst. Richtig, Gespenst können wir ausschließen. Also schon mal kein Gespenst. Ich glaube auch nicht, dass der Geist ins Buch schreiben wird. Schreibe ins Buch, Geist. Schreibe ins Buch. EMF in die Stube legen. Ins Wohnzimmer, das EMF. Leg das verdammte EMF ins Wohnzimmer, verdammt nochmal. Du sollst das verdammte EMF ins Wohnzimmer legen. Boah. Oh, ja, ich weiß, wie ich die Folge nenne. So doch. Das wird ein geiler Name. Am besten vor die Taschenlampe. Ja, super. Also Gespenst kann man ausschließen. Schreib ihm das Buch. Ja, Gespenst können wir ausschließen. Also haben wir jetzt nur noch ein Spirit und Zwilling. Mhm. Wobei ich spontan auf den Spirit tippen würde, aber wobei ich sterbe, das sind die Zwillinge. Ich auch. Ja. Buch. Dann ist es der Spirit. Ich hab ins Buch geschrieben. Das ist Spirit. Also haben wir jetzt Buch und... EMF 5 und Box. Wie kann man das jetzt klar machen, dass er jetzt EMF 5 war? Indem ich es ihm ganz leise ins Ohr flüster. Das ist Schummeln. Ich kann es ja auch schreien. Ja, nee, lass mal, dann höre ich es doppelt. EMF 5. Ein Spirit ist es! Ein Spirit! EMF 5! EMF 5! Wie nah willst du noch an sein Ohr ran? Ich bin ja ein Ohrfeiger! Du sollst nicht seinen Ohrmuschel da gleich auslecken!
Ach, warum er nicht? Jetzt trau dich doch! Ja. Ja, du. Komm. Ja, nicht du. Ja, hier. Ist irgendwas Interessantes? Kommt jetzt drauf an, wie seine Aktivität ist. Ja, ich bring's wieder nicht zu Ende. Naja, mit der Sanity verständlich. Da kam Beet geflogen, das heißt für mich, ihr seid ready zur Abfahrt. Naja, also ich habe was eingeloggt in Spirit. Ich auch. 3, 2, 1. Hat er eben F5 eingetragen? Keine Ahnung. Ich sollte ja nicht. Ha! Dann habe ich das richtig gesehen. Ja. Perfekt. Das war auch. Ja, echt. Sumi, das klar zu machen, dass eben F5 war. Naja, hat ja auch was anderes noch geklappt zur Sicherheit. Aber es war wirklich kurz nachdem du so blödes Krieg gehandelt worden bist und erwischt hast, lag das EMF noch mit im Zimmer und das nachdem du noch, also im Endeffekt nachdem du schon tot warst, war es immer noch am Piepen. Und da habe ich es noch ganz, ganz kurz gesehen. Na, ich bin ja auch relativ fix in den Schrank rein, aber ich habe zu langsam zugemacht. Tja. Oder zumachen gab es einfach nicht mehr. Da können wir dich schon mal beruhigen. Das wird eventuell nachher einfacher. Eventuell. Aber egal. Ich würde sagen, das war doch mal wieder eine erfolgreiche Folge, wo wir bei diesmal 75% von uns gestorben sind. Ja, Claridos hat es mal wieder nicht zu Ende gebracht. Das ist egal. Aber hast du denn den richtigen Geist auch eingeloggt? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ist ja egal. Hauptsache einer hat überlegt, weil sonst hätten wir gar nichts Großartiges gekriegt. Ja, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Natürlich, weil ihr es noch nicht habt, natürlich auch ein Abo. Ja, denn, wie heißt es so schön, Support ist kein Mord, tut also nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Phasmophobia wieder. Reingern und ciao, ciao. Tschüss.